des Sukaboku Highlands, der Sukaboku Highlands, im Osten der Highlands finden wir den Clovis-Vulkan. Clovis? Klopfst du da rum? Nein. So, und hier haben wir noch ein Schild vom Sir Signal. Für alle 100 Stunden, die du gespielt hast, sollst du 15 Minuten Pause einlegen. Eine 15-minütige Pause einlegen. Grüße, Sir Signal. Da habe ich mich auch gefragt. Also in der ganzen Zeit, wo es Videospiele gibt, steht das ja, soweit in meines Erachtens, in diesen Heftchen, dass man bei jeder Spielstunde diese Pause einlegen soll. Ich weiß ehrlich nicht, wer das überhaupt macht. Wo ich dann auch auf das Thema fotosensible Epilepsie getroffen bin. Und hier ist ein kleiner Grafikfehler. So, bevor ich mit Steinen von Steinen getroffen werde, hier ist ein geheimer, wenn wir uns da in die Lücke begeben, ein geheimer Teleportort. Und da sind ein paar böse Gegner. Ist sozusagen ein geheimer Ort. Ich kann mal reingehen. So, hier. Dann können wir uns rüber begeben. Ich hoffe, dass ich es jetzt schaffe. Jetzt bin ich einen kleinen Tacken stärker. Zumindest vom Schwert her. Und hier haben wir neue Gegner, wie ihr seht. Zyklopen, Highlander und ein Kopf voll Birnenmus. So wie der Stein uns auf den Kopf fallen muss. Okay, das war nicht sofort gewandt, aber irgendwie wollte ich das jetzt verbauen. So. Und die geben uns jede Menge Goldmünzen ab, die wir im späteren Spielverlauf gebrauchen können. Hier gibt es auch einen neuen Gegner. Ich nenne es den Arschloch. Naja, er ist deswegen für mich einer, weil er ist sehr schwierig zu killen. Weil er sich immer mit uns dreht und er sich nur von der Seite treffen lässt. Und man muss den, glaube ich, genau 8-mal treffen. 8-mal oder 6-mal. War auf jeden Fall eine krumme Zahl. Gerade Zahl. Eine Zahl, die sich zu 2 teilen lässt. Und dann gibt es ja nicht so viele von. So. So. Nee, das war dann doch 8-mal. Weil das war nämlich jetzt schon 7-mal. Und jetzt müsste es mit ihm doch. Okay, oder es war 9-mal. 9-mal ist auch eine gute Zahl. Und hier haben wir den neuen Ankerhaken. Dieser ist nämlich wesentlich länger. Um genau zu sein, um das Doppelte. So, dann geben wir uns wieder zurück. Und dann sind wir dort. Hier ist ein neues Schild. Mit dem Wort D3 Zitl Ro Et. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Ich weiß es nicht. Ich habe gedacht, es wird in Spiegelschrift ausgesprochen, weil das THE macht ja im Englischen S. Und Wodl Dieses 3D. Aber auf jeden Fall ist es von Sir Signe. So. Aber da wollte ich nicht nochmal rein. Wusste gar nicht, dass das ging. So, dann jumpen wir hier runter. So, und dann gehen wir weiter. Und so gehen wir dann nach rechts. Und so macht die Biene, wenn sie es meint. Und so lele, gehen wir hier rein und sind dann hier. Hier seht ihr schon, der Boden ist heiß, 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 heiß. So. Ich höre jetzt wirklich auf. Und hier ist das Jim's Check. Und in dem Gin Jack finden wir, na, jede Menge Leute, die mit uns reden. So, zum einen den hier. Der hat uns nämlich dieses Sparpuder gegeben. Und er hat uns empfohlen, das für unsere wahre Sparerfahrung zu nutzen. Und wenn wir jetzt nicht derselben Meinung sind wie ihr, sind wir ein blödes Arschloch? Nein, sind wir ein blöder Kritiker. Und dann hier. Dieser Herr hat uns mitgeteilt, ich gebrauche Fledermäuse. Aber in der letzten Zeit sind sie alle weggegangen. Das war dann sehr informativ. Und hier sprach ich dann zuerst mal mit dem Chicken Wing. Welches uns mitgeteilt hat, dass es Hunger hat. So auf seine Art und Weise. Und sie sagte, oh nein! Uns ist das Feuerholz ausgegangen, was neben einem Vulkan wirklich einer der bekanntesten Gründe ist oder bekanntesten Probleme, an denen die Leute hier zu nagen haben. So, und hier ist der Besitzer des Hauses oder der Händler.
der uns natürlich wie immer freundlich begrüßt mit Willkommen in meinem Shop. Nimm dir Zeit und schau dich um. Und er hat nur Bogen, 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 nein, nochmal. Pfeile, 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 Pfeile. Bomben, Bomben, Bomben. Rotes Bäuschen, blaues Bäuschen, Elixier, Lampe, 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 Wing, Wing, Windwing und ja. Das war's dann im Grunde wieder. Und er bedankt sich wie jeder freundliche Händler, scheinbar in Dotnia, mit Bitte komme wieder. Ja, ja, wenn wir vielleicht nie wieder. So. Und er ganz schlicht und einfach, du willst Raum 5 Gold. Und ich habe natürlich schon gesagt, ja. Aber jetzt nehme ich nochmal Nacht. Und wir schmeißen uns aufs Ohr. Und wir haben wieder einen Respawn-Punkt hier gesetzt. Wenn wir drauf gehen, sind wir hier. Beziehungsweise eigentlich habe ich die ganze Zeit was falsch erzählt. Das bedeutet was anderes. So, und sie hat uns natürlich auch gesagt, ich würde die gerne Block Defense spielen lassen, aber ich bin an der letzten Stage und ist das okay? Kommen in Zukunft wieder, dann ist alles fertig. Sie ist fertig mit dem Spiel, oder? Ja. Willst du einen Schlüssel kaufen, ne? Ja, und er verkauft uns nämlich die Schlüssel in Rot, Blau, Grün, Orange, Türkis, Gelb getupft, Weiß, Schwarz, Blau, Orange und Grau und hellblau, habe ich schon Türkis gesagt, ja. Naja, und in Rot, Blau und Grün auf jeden Fall, die wir gelegentlich mal in den Dungeons gefunden haben. Damit können wir in geheime Orte kommen, wo wir dann jeweilweise Spezial-Items bekommen. Nur wie ihr seht, jeder Schlüssel kostet, ist nur ein einziges Mal verwendbar und kostet pro Schlüssel 1000 Gold. Und wir haben gerade mal 1285 Gold, das ist nicht viel. Komme wieder. So, dann haben wir noch hier den netten Herrn, den Herrn Tiernako. Tiernako, wow, ich habe, wow, der hat uns in Auftrag gegeben, dass wir einen Feuerstein finden sollen, damit sie ihren Ofen befeuern können. Den haben wir gefunden, den zeige ich euch später, wo ihr den kriegen. Da kommen wir nämlich auf dem Weg direkt dran vorbei zum Feuerwehrtempel. Und jetzt geben wir ihm den. Wir haben natürlich keine Wahl und ich muss mir mal kurz die Nase schneuzen. Bin ich auch schon wieder? Und wir übermitteln, geben ihm das jetzt und als Dank wollte er uns das Schild aufwerten. Lass es losgehen. Ein bisschen hier und ein bisschen dort. Und es ist vollbracht. Ein neues Schild. Ach so, wir haben das Feuerschild erhalten. Ja, wir haben jetzt ein Feuerschild. Das schildert uns das Feuer sehr. Dieses Schild kann dich beschützen. Vor jedem Feuer. Auch das brennende Feuer der Liebe. Na, auch vor dem. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt ein neues Schild erhalten, was dann auch feuerresistent ist. Wir hatten zwischenzeitlich, das fiel mir gerade ein, als ich das gemacht habe. Wir haben auch zwischenzeitlich ein kleines Upgrade für unser Schild erhalten, dass wir damit auch Magie abwehren können. Allerdings weiß ich jetzt nicht, ob das bei der letzten Aufnahme war oder schon, also die letzte Aufnahme, die verkackt ist, oder bei der letzten Aufnahme, die online gegangen ist. Also für alle hier nochmal eine kurze Wiederholung. Und hier noch den älteren Mann, den wollen wir natürlich nicht außen vor lassen. Das ist nämlich der Mann. Und er hat uns erklärt, der Flammenmagier ist nirgendwo hier jetzt. Aber ich bin mir sicher, dass er zurückkehren wird. Er hat uns nämlich auf die wirklich harte Probe gestellt, ob wir Mann genug oder Elfe genug, nee, ist ja eine Fee, Elfe, also bleiben wir mal bei Fee, statt bei Elfe, Fee genug sind, uns auf den Weg zum Tempel zu machen. Dort hat er uns wirklich, wirklich harte Fragen gestellt, wie es ist heiß und Steine fallen vom Himmel und Feuer kann verbrennen. Aber wir haben alles tapfer und mutig bejaht. Wir sind bereit. Und da hat er gesagt, er stellt sich uns nicht in den Weg und lässt uns von dannen ziehen. So.
Was wir natürlich schon mal gemacht haben. So, das hier zu dem kleinen Gym-Check. Naja, Gym-Checks. Gym-Check. Nicht zu verwechseln mit Rim Jobs. Der Tuning-Firma aus Saints Row Desert. In Steelport. Und wie ihr seht, hier ist es richtig heiß. Die Steine fallen brachial. Ey, ich bin hier hoch. Von dem oben genannten Vulkan. Und wir müssen uns hier geschickt, wie wir natürlich jetzt doch so ein bisschen sind, hocharbeiten. Nein, nicht hochschlafen, hocharbeiten, Mann. So. Aber zwischendurch müssen wir uns ja auch mal auf das pixelige Ohr oder auf die... auf das pixelige Haar legen, auf das pixelige Kissen, was dann ebenso halt pixelweich ist. Mit pixelweich gewaschen. Um hier ein bisschen Energie zu tanken. So, und hier sind jede Menge... jede Menge von diesen... von diesen Wesen, die mir nicht einfallen. So, hier war noch, glaube ich, ein klein wenig Gold. So, dann gehen wir weiter rechts entlang. Und jetzt müssen wir uns hier raufschleichen, aber stellt euch das nicht allzu leicht vor. Oh, Mist. Piss me off. So, oh, das ist ja wieder super genial. Das war auch genial daneben. Genial daneben. Ja, ja, ja. Ja. Helga M. aus E. will wissen, was ist ein Parallax? Hm, ich würde ja sagen, ein Parallax ist ein Wort, was sich die Frau Helga aus E. ausgedacht hat. Nein, hat sie nicht, aber das ist auch nicht so wichtig, was die Frau so hat. Und diese Magierin hat nach den vielen Schlägen uns eine Fähigkeit gegeben, das hat sie so ganz nebenbei, ja. Und das lässt alles einfrieren. Freeze-Stan! Und dann sieht das etwas gewöhnungsbedürftig aus und wir kommen hier nicht mehr rein. Dann bomben wir uns mal den Weg frei. Achtung, Sprengung! Okay, jetzt müssen wir warten, bis das Eis taut. Und, was macht ihr gerade so? Ach, sitzen! Oh, oh, oh. Sitzt du denn bequem? Ach so, du stehst! Ach so, ich sehe dich nicht, ja. Mhm. Aha, okay, wow. Ja, habe ich auch schon gehört, aber... ach so, ja, die Höhle ist wieder offen. Und weiter geht's mit unserem Abenteuer durch das Heldenwunderland der 3D-Dot-Game-Welt. Dann gehen wir hier entlang. Und versuchen mal wieder nicht von den... bösen Steinen von oben und den Pfeilen von rechts getroffen zu werden, was ich ja dann doch wieder geschickt hinbekommen habe. Nachdem wir die zwei Königlichen... mir fällt nicht ein, was das sind. Das nennt man... I don't know. Ihr wisst, ich habe es bisher genannt, nur gerade stehe ich irgendwie auf dem Schlauch, weil ich die Aufnahme jetzt irgendwie mal rausbauen will, weil ich das Ganze rekonstruiere und nebenbei natürlich auch überlege, was könnte ich, was habe ich gemacht... was könnte dem Let's Play fehlen? So, und während dem Fehlen fallen wir mal hier Ebene für Ebene runter und schleichen uns von einer Ebene durch die andere. Und die nette Dame hier, ich weiß nicht, wer sie eingesperrt hat, hat auf jeden Fall... wie bist du hier reingekommen? Komm, verschwinde von hier sofort! Ich hasse Jungs! Raus hier! Und dann habe ich gesagt, und wenn ich, und wenn. Und wenn ich, 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 und so weiter und so weiter. Das habe ich dann 3 Stunden fortgeführt und dann bin ich irgendwann, weil ich mal was trinken musste, rausgegangen und habe sie einfach in Ruhe gelassen, weil sie uns dann doch schon sehr lange geduldet hat für ihre nicht freundliche Art.